Dann beginne ich heute Abend. Herzlich willkommen, Schätze in unserer Mitte. Das Museum der Universität Tübingen, heute unser zweites Thema im Stadtgespräch Weltethos. Was lernen Universität und Stadt voneinander? Und wir widmen uns heute einem besonderen Kleinod. Bevor wir das tun, kleiner Rückblick. Wir haben letzte Woche gestartet, zum 7. November, mit Dr. Karl-Guido Reikhoek. Das kann jetzt auch nachgeschaut werden. Wer das Gespräch verpasst hat, kann es nachschauen. Wir haben es aufgefilmt, so wie wir es jetzt tun, auch, und dann wird es bei YouTube eingestellt. Ich habe mit Karl-Guido Reikhoek, dem Leiter der Stabsstelle Hochschulkommunikation, über die vielen Begegnungen sozusagen gesprochen zwischen Universität und Stadtgesellschaft. Und dabei ging es auch um die Frage der Wissenschaftskommunikation, also um die Frage, wie sich eigentlich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wie die Forschung sozusagen der Öffentlichkeit vermittelt wird. Das ist ein ganz wichtiges Thema, viel größer natürlich als die Universität Tübingen. Umso schöner ist, dass aus Tübingen da immer wieder Impulse gekommen sind, auch für die Wissenschaftskommunikation, nicht zuletzt mit dem Studium Generale, was erfunden wurde 1980 hier in Tübingen, dann mit der Kinderuniversität, auch das ein Format, was aus Tübingen gekommen ist, was in Tübingen das Licht der Welt erblickt hat, jetzt überall auf der Welt auch nachgeahmt wird. Und jetzt letzter Meilenstein, vorletzte Woche in Berlin auf der Science Week, der Vorstellung eines Kodex, eines sogenannten Public Engagement Kodex. Da geht es um die Frage, wie kann Wissenschaft gut kommunizieren, und zwar so kommunizieren, dass es eben nicht bloß Information ist, sondern auch Dialog, also nicht nur eine Einbahnstraße, sondern tatsächlich eine Begegnung. Und wie kann man möglicherweise auch Bürgerinnen und Bürger überhaupt zum Teil der Forschung machen oder Probleme der Universität, der Stadtgesellschaft zum Gegenstand von Forschung? Und wie kann umgekehrt die Universität davon profitieren, dass sie so eine interessierte Stadtgesellschaft hat, die mitdenkt, die mitredet, die auch kritisch ist? Das sind ja Themen, die wir gemeinsam vertiefen werden in den kommenden jetzt dann noch 11 Sitzungen inklusive heute. Und darüber ist schön berichtet worden, wer es nachlesen kann und will, am 11. November, wo Uni und Stadt voneinander lernen. Schöner Sechsspalte hier im Tagblatt, empfehle ich Ihnen nachzulesen. Und was ich noch, worauf ich hinweisen will, ist, ich habe einen Blog eingestellt, einen Beitrag bei uns im Blog des Weltethos-Instituts, finden Sie auf unserer Homepage, da unter diesem Pfeil Blog steht da, und dann kommen Sie dahin, wo ich erkläre, was hat das Stadtgespräch eigentlich mit Weltethos zu tun. Ja, also jetzt unterhalten wir uns hier nett und heute Abend über die Museen der Stadt Tübingen, aber was hat das eigentlich mit Weltethos zu tun? Viele kennen ja Weltethos als Kernethos, als die Vorstellung, dass es zwischen den Religionen so eine Art überlappenden, elementaren Konsens gibt, so eine Art Kernkonsens, ja, über anständiges menschliches Miteinander, das kleine Einmaleins sozusagen menschlichen Miteinanders. Und das stimmt, das ist ganz wichtig, aber für Hans Kühn war eben auch wichtig immer der globale Blick, die globale Verantwortung, das heißt die Frage, können wir die großen Dinge auch im Kleinen sehen, ja, die Weltverantwortung in der Verantwortung für Mitwelt, Umwelt, Nachwelt übersetzen, und wie können wir in den kleinen Dingen das Große erkennen, also in dem, was wir in Tübingen tun, Themen diskutieren, die uns nicht nur in Tübingen, sondern eigentlich weltweit bewegen. Und das wollen wir dann immer eben auch deutlich und sichtbar machen. Das geschieht nicht immer mit der großen Glocke, dass wir sagen, so und jetzt wird es global, aber verstehen Sie, der Blick sozusagen, der lokale Blick, sagt man manchmal, der globale und der lokale Blick, den wir verschränken wollen, wo wir am konkreten Beispiel auch allgemeine Fragen dann erörtern. Und ganz wichtig natürlich für Hans Küng auch das dialogische Ethos, Dialogfähigkeit überhaupt. Und natürlich ist unser Beitrag hier im Stadtgespräch ein Beitrag deswegen zur Einübung von Dialogfähigkeit. Es ist ein Forum, wo sich Stadtgesellschaft und Universität begegnen, wo sie auch voneinander Rechenschaft ablegen, wo Gelegenheit besteht für Kritik, aber auch natürlich auch für Neugier. Denn
Zur Dialogfähigkeit gehört Neugier. Und Neugier ist sozusagen zentral für die Dialogfähigkeit. Dann Schätze in unserer Mitte ist heute Abend unser Thema. Das Museum der Universität Tübingen. Viele kennen das UNESCO-Weltkulturerbe unseres kleinen Pferdchens aus der Vogelherdhöhle, ist es, glaube ich. Gell? Hier ist es nochmal größer, da kann man es sehen. Eigentlich nur 10 Zentimeter, aber oben auf so einem Tübingen vielen bekannt. Und es gibt noch viel mehr Sammlungen. Es gibt als Teil des Museums der Universität Tübingen über 70 Sammlungen. Und die sind eben nicht nur im Schloss Hohentübingen daheim. Und uns heute mal zu fragen, Mensch, was haben wir da eigentlich für Schätze in unserer Mitte? Wo kommen die her? Was macht so ein Museum eigentlich? Es ist ja nicht bloß das Frontend, sozusagen, da wo wir dann reingehen und uns über die Vitrine beugen, sondern da steckt ja auch Forschung dahinter, da steckt ein Dokumentationsauftrag dahinter, auch ein Bildungsauftrag. Da wird sozusagen Forschung auf der einen Seite, dann nachher zum Lernen in der Stadtgesellschaft auf der anderen Seite. Und diesen Übergang, was eigentlich auf der anderen Seite passiert und was so ein Museum eigentlich macht und wie es wahrgenommen wird und was es selber den eigenen Auftrag versteht, das können wir heute Abend mit einem Gesprächspartner ersten Ranges besprechen, mit Professor Dr. Ernst Seidel, den ich herzlich begrüße. Er ist der Direktor des MUT, des Museums der Universität Tübingen, die selber das Museum 2006 gegründet worden ist, und er ist seit 2008 der Direktor. Und Herr Seidel, steigen wir doch gleich ein mit Ihnen. Wie wird man denn eigentlich Museumsdirektor? Wie kommt man denn darauf, dass man jetzt heute Abend in Tübingen was erzählt über die Museen der Stadt? Ja, erst einmal herzlichen Dank, lieber Herr Gohl, für die Einladung. Schönen guten frühen Abend. Ich fühle mich geehrt. Das freut mich sehr. Also, wie wird man Museumsdirektor, ist eine ganz schwierige Frage, weil ich gar nicht weiß, ob man das tatsächlich, doch wahrscheinlich kann man das konkret richtig planen. Bei mir waren das eigentlich immer nur Zufälle. Als ich Kunstgeschichte studiert habe, war das sozusagen im Nachgang der diversen Wirtschaftskrisen der 70er und 80er Jahre ja so, dass dann die geburtenstarken Jahrgänge eigentlich alle Stellen haben wollten. Und es war klar, dass man eigentlich in die Arbeitslosigkeit geht. Von daher war man gezwungen, alles, was sich bot, erst einmal zu ergreifen. Und dann sind die Wege nicht vorgeplant. Das ist vollkommen klar. Gleichzeitig fand ich das ein ganz, wie soll ich sagen, großes Privileg, zu sagen, ich kann jetzt das ausprobieren, was auf mich zukommt, und ich bin jetzt nicht so extrem gebunden oder festgelegt, sondern man bleibt neugierig und ändert immer wieder die Perspektive. Eigentlich war ich immer so in die Richtung Universität orientiert, nach Regensburg Studium, da war ich in Hamburg, in Frankfurt wurde ich promoviert, und deswegen ist sozusagen... Was haben Sie studiert nochmal? Bitte? Was haben Sie nochmal studiert? Wo? Nee, was? Was? Achso, ich zuerst Kunstgeschichte und Volkskunde und dann umgekehrt. Kunstgeschichte und Romanistik und dann Volkskunde. Okay. Genau. Und ich habe meine Promotion in Hamburg dann begonnen, im Graduiertenkolleg politische Ikonografie, und ich bin eigentlich von Haus aus Architekturhistoriker, hat jetzt mit Museum nicht so viel zu tun zunächst, wenn es auch Architekturmuseen gibt, und bekam zufälligerweise 1999 hier eine Assistenz an der Kunstgeschichte. Es war ein reiner Zufall, weil es zunächst eine Vertretung war, die immer wieder verlängert wurde und so weiter. Und dann war das zu Ende. Ich durfte mich habilitieren und habe gleichzeitig im Museum der Uni, ne Quatsch, im Haus der Geschichte Baden-Württemberg konnte ich zwei Ausstellungen kuratieren, die wirklich, wie soll ich sagen, also Themen bearbeiteten, die nicht auf der Straße lagen. Zum einen
ging das los mit dem Bausparen in Baden-Württemberg, als ich den Anruf erhielt, ob ich das, gut, Architekturgeschichte, Hintergrund, aber das war schon alles. Als ich den Anruf kriegte, diese Ausstellung zu machen, habe ich gesagt, was soll ich da machen? Bausparverträge an die Wand nageln. Und also ich konnte mir nicht vorstellen, wie man mit solchen Themen zunächst eine interessante Ausstellung macht. Das ist eine große Herausforderung. Das machen die Kunsthistoriker eigentlich nicht in erster Linie. Da geht es ja darum, tatsächlich Kunstausstellungen zu machen. Und wenn Sie an den Palazzo Barberini denken, die jetzt, ich weiß nicht, zu wie viel Mal Impressionisten an die Wand hängen und so weiter, das finde ich, also hier schon mal in Klammer kleine Kritik. Und dann das zweite Thema im Haus der Geschichte war, den Nazi-Propagandafilm Jud Süß auszustellen. Und da haben Sie das große Problem, wie stelle ich einen Film aus, der eigentlich verboten ist? Und was stelle ich davon aus? Und wie soll ich sagen, diese unglaubliche, schwierige, komplexe Herangehensweise auch an historische Ausstellungsthemen, das war, wie soll ich sagen, sehr, sehr reizvoll eigentlich. Und das ist auch das, was ich jetzt hier auch in Tübingen mache, dass ich eben nicht sage, ich mache jetzt Kunstausstellungen, ich mache jetzt mal eine Grafikausstellung oder ich mache eine Gemäldeausstellung, sondern das sind ja immer hochkomplexe Themen und das ist eigentlich das Spannende daran. Okay, und dann sind Sie dabei geblieben, sozusagen 1999 bis 2008 an Museen, an Ausstellungen, an Kuratierungen oder wie kam es dann, dass Sie 2008 hier in Tübingen. Also genau, also man muss sich das überlegen, dass eigentlich Universitätssammlungen, wissenschaftliche Sammlungen oder auch repräsentative Sammlungen, Kunstsammlungen, naturwissenschaftliche Sammlungen extrem im Schatten lagen bis vor etwa 15 Jahren, sagen wir mal. So, und dann gab es das Interessante vor dem Hintergrund dieser extremen Digitalisierung, das finde ich auch sehr kurios, ein Pendelausschlag in die Gegenrichtung, dass man sagt, okay, wir haben eigentlich Dinge, wir haben Objekte und der Deutsche Wissenschaftsrat hat, also das sind für die Zuhörer, die es kennen, das wahrscheinlich, das sind dann verschiedene Wissenschaftsförderinstitutionen und Gesellschaften, aber auch die Politik, hat eine Kommission eingesetzt zum Umgang mit wissenschaftlichen Sammlungen an Universitäten. Und das war dann 2010. Und dann gab es Empfehlungen an die Hochschulrektorenkonferenz. Und denen wurde ins Stammbuch geschrieben, dass sie mit ihren wissenschaftlichen Sammlungen anders umgehen sollten und sie wiederentdecken sollten als Forschungsinfrastrukturen. Das ist natürlich eine Nobilitierung, eine neuerliche Nobilitierung von oberster Wissenschaftsstelle im Prinzip, zu sagen, wir haben hier eine Ansammlung oder was haben wir überhaupt im Keller liegen oder auf dem Dachboden bei vielen Sammlungen, was können wir damit überhaupt machen? Also das ist natürlich ein langer Prozess, das war ja bei vielen Instituten überhaupt nicht klar, was damit gemacht werden soll. So, und das Interessante war, das war eben 2010, 11 und davor bereits 2006, Sie haben das gesagt, wurde das MUT gegründet. Das ist eine zentrale Einrichtung der Universität Tübingen. Auf der Basis einer ganz kleinen Ausstellung, die Kollegen gemacht haben im kleinen Senat der neuen Aula, die hieß 38 Dinge. Da wurden einfach querbeet aus allen möglichen Sammlungen Dinge gesammelt unterschiedlichster Art, von einem normalen Tisch bis über das Zepter oder Grafiken oder eine naturwissenschaftliche Gerätschaft und so weiter. Und diese Sachen wurden einfach dokumentiert und es wurde gesagt oder gezeigt, was daran besonders ist, was damit erforscht wurde, worin die Besonderheit liegt und so weiter. Und daraus entwickelte sich dann eine Arbeitsgruppe im Rektorat, die sich dann entschieden hat, diese Institution zu gründen. Und es war am Anfang eine befristete Stelle, wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, befristet, das hatte die Ankete Heesen. Und sie hat sich dann natürlich weiterentwickelt, zur Decke gestreckt, hat dann hier eine Professur bekommen bei der empirischen Kulturwissenschaft. Und die Stelle habe ich dann bekommen. Da
kurz vorher war ich eben am Haus der Geschichte in Stuttgart. Und offensichtlich haben mich diese komischen Ausstellungsthemen in Stuttgart qualifiziert, sozusagen breite, historische, ich sage immer universal-dilettantische Perspektiven einzunehmen für solche Ausstellungen. Und die Stelle wurde entfristet und ich weiß noch, in der Garderobe des kleinen Senates saß ich da oder des großen Senates allein. Der erste Hiwi, wenn der kam, sage ich, du Frank, du musst jetzt Laptop nehmen und zu Hause arbeiten. Also ganz alleine angefangen, so eine Institution aufzubauen. Und das war am Anfang natürlich schwierig, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber es war gleichzeitig das Herausfordernde im Prinzip. Und wenn also, ich habe 1000 Fragen. Sorry, ich da unterbreche. War zu dem Zeitpunkt, wussten Sie schon, dass es 70 Sammlungen gibt? Nein, ich habe da mit 17 oder so angefangen. Mit 17 Sammlungen. Das heißt, dann weiß man, ach, die Mediziner, die haben irgendwie so eine Sammlung voller Töpfe mit Gehirnen drin oder was? Und die das muss man erstmal rauskriegen. Also die Ankete Heesen hat mit ihren Hiwis angefangen, einfach solche Zettel, die haben wir noch in den Ordnern, das waren so wie so tabellenartige Dinge, und hat die Hiwis losgeschickt in alle Institute oder Fakultäten, und die sollten sozusagen die Klinikdirektoren ein bisschen ausquetschen, was sie denn für Sammlungen haben. Und die waren natürlich überhaupt nicht willkommen, weil man hat alles andere im Kopf als das Gerümpel, das im Keller liegt, quasi, um das zusammenzufassen. Und das war ein langer Prozess, überhaupt rauszukriegen, was wir alles haben. Und das Problem ist, dass es ja, wie soll ich sagen, eine Sammlung wirkt wie ein definierter Korpus. Das ist es ja nicht. Das sind ja Dinge, die angesammelt wurden zum Teil. Und wenn Sie Glück haben, finden Sie jemanden, der sich dafür interessiert, hobbymäßig. Meistens sind das ältere Kolleginnen oder Kollegen gewesen, die vielleicht schon pensioniert sind, die aber genau wussten, was mit diesem einen Gerät gemacht wurde und welche Besonderheit das darin steckt. Und das ist ganz essentiell. So. Und wenn Sie so jemanden treffen, dann hat der Ihnen etwas erzählt. Der Alfons Renz zum Beispiel, das ist ein Parasitologe, der hat sich sehr für diese naturwissenschaftlichen Sammlungen interessiert und sich auch sehr verdient gemacht, weil der unglaublich vieles wissenschaftliches Hintergrundwissen mitbringt und die Geräte kannte. Das war eine hervorragende Basis. Aber gleichzeitig war es so, dass die Medizinen natürlich das eigentlich zunächst gar nicht am Schirm hatten. Ich spreche jetzt gar nicht von den archäologischen Sammlungen, Sie haben das Schloss vorhin eingeblendet und so weiter, das ist ganz klar. Das sind sammlungsorientierte Fächer, die graben was aus, die erforschen das, die lehren damit und publizieren das oder kommunizieren damit. Das ist vollkommen klar, das sind die Objekte im Zentrum. Aber bei anderen Fächern ist das ja nicht der Fall. So, und dann, wie soll ich sagen? Ein Beispiel für andere Fächer? Oder lass uns mal die 70 Sammlungen oder so, wie reich, was gehört denn da dazu? Also, dass es 70 sind, das wissen wir noch gar nicht so lange. Das heißt, es hat sich immer mehr ergeben und ergänzt und wir haben gefragt und dann kamen die einzelnen Kolleginnen und Kollegen auf uns zu, wenn sie die Scheu verloren haben. Man muss ja auch sagen, wenn so eine zentrale Einrichtung gegründet wird, Sie können sich das vorstellen, im universitären Biotop, und da gibt es einen Institutsleiter, der sagt, was will denn der jetzt von meiner Sammlung und so weiter und so fort. Also den Leuten, ja, die haben Angst, das ist vollkommen klar. Also ich sage heute, ich kann den Instituten die Sammlung nicht wegnehmen, will ich auch gar nicht. Da müsste ich das Tübinger Stadtzentrum abreißen und einen großen Louvre bauen oder so etwas, weil wir so viel haben. Sondern das ist auch nicht Zweck. Zweck ist, die Sammlungen entstehen in den Instituten aus dem Betrieb der Forschung, der Lehre, der Repräsentation und so weiter. Und darin liegt auch die Bedeutung dieser Objekte. Wenn ich die jetzt wegnehme, verlieren diese Objekte ganz viel an ihrer Relevanz. So. Und wie das dann immer mehr werden, vielleicht die Frage, warum wir überhaupt so viele haben, das sind ja die meisten an einer deutschen Universität, das wissen viele Leute gar nicht. Das liegt daran, dass Tübingen natürlich eine alte Universität hat, das ist klar. Aber es gibt auch andere alte Universitäten.
Dann kommt hinzu, dass Tübingen eigentlich sehr unwichtig war, immer. Ist eigentlich nicht kaputt gegangen. Es ist nichts kaputt gegangen, wurde nicht oder kaum bombardiert und so weiter und so fort. Das ist ein Grund. Ein weiterer Grund ist natürlich diese riesige medizinische Fakultät. Die natürlich haben wir in der HNO-Klinik jetzt eine Publikation gemacht zu den wissenschaftlichen Schautafeln, den Künstleroriginalen oder die Zahnmedizin und so weiter und so fort, wenn jede Klinik ihre eigene Sammlung oder Sammlungsgeschichte hat. Dann haben wir natürlich, das hatte ich schon erwähnt, diese große Ausdifferenzierung der Archäologien. Also Sie haben von den urgeschichtlichen Sachen gesprochen, aber wir haben ja auch jüngere Urgeschichte, wir haben Mittelalterarchäologie, wir haben Altorientalistik, Ägyptologie, klassische Archäologie, dazu jeweils dann noch die historischen Fotosammlungen, die Originalsammlung, die Abgusssammlung und so weiter. Das heißt, da haben Sie da ja schon 12 Sammlungen oder 14 am Schloss beispielsweise. Und wir haben ausgeprägte Paläofächer oder Archäo. Zoologie, Archäobotanik und solche. Das ist ja auch ein ganz großer Schwerpunkt. Neben diesen klassischen wissenschaftlichen Sammlungen wie Zoologie, Paläontologie, Mineralogie und so weiter. Sind es dann eigentlich sozusagen Forschungsobjekte, die dort gesammelt worden sind? Also das Richtige verstehen, man kann ja sagen, du hast entweder Forschungsobjekte, so das ist einfach das, was du studieren und was die mal hochhalten im Lehrsaal und so, oder sich drüber beugen und sagen, müssen wir mal entziffern, was da steht. Oder man könnte sich auch vorstellen, ich sage mal, im Sinne einer Fachgeschichte, ja, dass man einfach, ich sage mal, einen Globus, also aus der Geografie von 1870 und einen von 1920 und so, dass man die hat. Also was ist es eher? Ist es Fachgeschichte oder ist es Objektgeschichte oder wie unterscheidet man das? Also es gibt halt, das ist das Tolle, wir haben wirklich universelle Sammlungen durch diese unglaubliche fachliche Breite. Das heißt, wir haben auch ganz unterschiedliche Arten von Sammlungen. Natürlich können Sie eine wissenschaftliche, ein Fachkonvolut haben, weil über Jahre ein bestimmtes Forschungsprojekt verfolgt wurde. Sie können aber ganz genauso, wie soll ich sagen, repräsentative Sammlungen haben, zum Beispiel die Professorengalerie. Das ist ja auch ein Superlativ in Tübingen. Wir haben über 300 Gemälde, Ölgemälde meistens oder ja auch Tempera von Professoren, Kanzlern und so, Präsidenten der Universität. Bin gespannt, was Herr Engler sich für einen Maler aussuchen wird oder Malerin. Die nächstgrößere Professorengalerie finden Sie in Jena mit. Die haben nicht mal halb so viel. Das heißt, es ist einfach, wie gesagt, nichts kaputt gegangen. Wir haben die ältesten Porträts vom Anfang des 16. Jahrhunderts. Und es ist natürlich nie vollständig, das ist klar, aber eine große Auswahl von repräsentativen Porträtwerken. Das ist nur so ein Beispiel. Es ist keine in erster Linie wissenschaftliche Sammlung. Natürlich wird das jetzt wissenschaftlich untersucht, das ist ganz klar. Oder natürlich ein anderes Beispiel, das Herbarium. Herbarium tubingense, das sind Pflanzen, getrocknete Pflanzen gepresst und so weiter. Eine riesige Sammlung, da sind verschiedene wichtige Konvolute dabei. Das sind Objekte, die in erster Linie der Forschung dienen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel schauen, warum, also das hatten wir vorhin nur kurz gestreift, warum solche Objekte eine neue Relevanz gewinnen, dann können Sie einfach mit physikalischen und chemischen Methoden heute beispielsweise Erdspuren an Wurzel von Herbarbelegen ganz anders untersuchen, natürlich als im 18. Jahrhundert, als Melin das aus Kamtschatka zu uns holte, verbotenerweise, obwohl es nach Petersburg gehen sollte und solche Sachen. Das heißt, oder Sie können mit genetischen Methoden bestimmte Präparate heute ganz anders untersuchen als im 19. Jahrhundert. Das heißt also, diese Wiederentdeckung von Objekten ist auch dadurch möglicher geworden, dass die Forschungsmethoden sich extrem entwickeln oder entwickelt haben die letzten Jahrzehnte. Und dann haben die sozusagen heute ein zweites Leben, ja, weil wir neue Untersuchungen. Exakt, genau. Objekte wurden ja früher angelegt, weil sozusagen diese Digitalisierung und der Zugriff auf Bilder einfach nicht derartig überbordend war wie heute.
Abgusssammlung beispielsweise im Rittersaal. Also archäologische Institute haben spätestens seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts und so alt sind unsere ältesten Gipsabgüsse von berühmten Skulpturen, haben Sammlungen angelegt von berühmten Skulpturen, also Nike von Samothrake, Apoll von Belvedere, die Venus von Milo, Laokoon aus Rom, aus Paris, aus Neapel beispielsweise. Und um eben den Studierenden dieses Objekt dreidimensional in der richtigen Größe vor Augen zu führen, um Vergleiche machen zu können, um Beschreibungen üben zu können und so weiter. Das ist jetzt eine Lehrsammlung in erster Linie gewesen. Es gibt ganz unterschiedliche Intentionen. Und dann gibt es Sachen, wie soll ich sagen, die haben überhaupt keinen Grund, dass sie existieren. Die konnten wir einfach nicht abwenden. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil es kann alles gegen mich verwendet werden. Zum Beispiel haben wir eine Buchfaltsammlung geschenkt bekommen. Also das wäre jetzt sozusagen kein Konvolut, wo ich mir denken würde, das fehlt mir jetzt noch in der Sammlung und so weiter. Aber das war, Faltsammlung. ja, das sind so Faltobjekte, das sind so Kegelformen, wo alte Bücher dann einfach missbraucht werden. Mit so einem künstlerischen Touch. Und das war ein sehr netter Herr und so weiter. Und manches kann man schlecht ablehnen. Da haben wir jetzt auch andere Beispiele in letzter Zeit. Und dann kommt man zu Sammlungen, wo ich mir denke, das müsste jetzt für die Universität nicht unbedingt sein. Aber es ergänzt sich kurioserweise sehr gut. Also wenn ich es richtig verstehe, Sie haben sozusagen einerseits natürlich so eine Art Objektgeschichte oder vielleicht eine Fachgeschichte, ja, wo das Fach illustriert wird. Man hat Wissenschaftsgeschichte im Sinne von, so ist Wissenschaft betrieben worden. Und man hat natürlich auch Universitätsgeschichte, Stichwort sozusagen die Gemäldegalerie. Sind die heute noch alle jeweils in den Kellern oder auf den Dachböden oder sind die heute alle irgendwo in Vitrinen? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also man muss sagen, dadurch, dass sozusagen die Wiederentdeckung von Sammlungen an Universitäten so spät begann, hinken wir im Vergleich zu Museen oder Bibliotheken, also zu genuinen Museen oder Bibliotheken oder Archiven mit der Inventarisierung, mit der Dokumentation extrem hinterher. Und es steht in keiner Relation zur Relevanz dieser Sammlung. Also wenn Sie sich vorstellen, was wir für Superlative haben mit der UNESCO-Weltkultur, in jedem Fach finden Sie absolute Superlative. Jetzt kommt das normale Lamento wieder, dass wir natürlich viel zu wenig Personal haben, wenn wir das vergleichen, zum Beispiel mit dem Landesmuseum, obwohl wir das von den Sammlungen in die linke Tasche stecken könnten. Aber das weiß man eben nicht und es ist nicht entsprechend bearbeitet. Aber die Superlative und die herausragenden Sammlungen haben wir dazu. So, das heißt also, wir fangen erst an, das nach und nach zu erforschen. Wie Ein viel? schönes Beispiel vielleicht. Gerne, ja. Ein Beispiel ist die fantastische paläontologische Sammlung. Da gibt es keinerlei museale Ausstellung. Es gibt einen Kustos, der nur begrenzt für die Sammlung tätig sein kann, weil er nämlich auch lehrt und forscht und so weiter und so fort. Und jetzt wurde eben entschieden, er darf kein Volontariat mehr einstellen, weil das Wissenschaftsministerium entschieden hat, dass es kein Museum ist, obwohl es eine große Sammlung ist, die ist öffentlich zugänglich und so weiter. Sagen Sie mal auf Deutsch, Dinos, oder? Das sind die Dinos, die Dinosaurier. Genau. Ja, kennen Unter meine anderem. Kinder, kennen unsere Kinder. Das ist die größte paläontologische Unisammlung weltweit. Wir arbeiten nur mit Superlativen. Also das muss man sich gerne. Heute hatte ich erst eine Führung, heute Mittag. Die haben auch alle gestaunt, quasi was wir. So, und zu dieser unglaublichen Sammlung, die über 200 Jahre alt ist, aufgebaut wurde und so weiter und so fort, gab es keine umfassende Studie zu den Objekten, zur Provenienz der Objekte und so weiter, weil Sie vorhin die Instituts-, die Universitäts- oder die Sammlungsgeschichte angesprochen haben. Und da haben wir jetzt in einem Anlauf übrigens auch mit Studierenden zusammen, das muss man noch betonen, dass wir ja auch in diese Lehrstruktur mit dem Museum reingehen, mit Studierenden eine Publikation gemacht aus der tiefen Zeit. 550 Seiten und da mussten wir schon ganz klein, also ziemlich kleine Typografie anwenden. Sorry.
um das unterzubringen, was wir unterbringen wollten. Eine fantastische Publikation, aber es gab noch nicht wirklich eine umfassende Studie zu dieser wahnsinnigen Sammlung. Und es ist natürlich immer auch eine Studie zu Universitätsgeschichte, zu Institutsgeschichte, Sammlungsgeschichte. Entschuldigung. Genau, also die Frage, wo kommen eigentlich diese Dinos her, wo sind die gefunden worden, wer hat die dann aufgearbeitet, sozusagen eingeordnet, vielleicht auch, wann hat man, manchmal weiß man ja auch nicht gleich, wo kommt was her und später stellt sich raus, ein ganz wichtiger Punkt, den man da hat. All das haben Sie sozusagen dann mal jetzt dokumentiert. Genau, und jetzt war kürzlich auch wieder in der Presse, der Kollege Ingmar Werneburg hat wieder irgendwie eine neue einen neuen Typusbeleg, glaube ich, gefunden und so weiter. Das sind ja immer sozusagen diese Nachweise für eine Gattung. Neuerdings haben wir ja sehr, sehr viele in dieser Sammlung. Das heißt, das ist zum ersten Mal eine Tiergattung belegt. In dieser Sammlung findet man etliche solche Typusbelege. Das ist wirklich erstaunlich, muss man sagen. Und das ist nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, da hat mich der Herr Löwenheim von der HNO-Klinik, der ärztliche Direktor, angerufen und sagt, Herr Seil, wir haben was im Keller gefunden. Sag ich, ja, wunderbar, das ist ja immer so, dass man irgendwas im Keller findet. Dann dachte ich, ja, ich habe eigentlich schon genug Projekte, ob ich mir das mal anschauen könnte. Dann haben wir uns das angeguckt. Das war im Sommer, glaube ich, letzten Jahres. Oder war schon vorletztes Jahr. Hat sie noch eine Maske auf oder nicht? Ich glaube schon, es war Corona-Zeit auf jeden Fall. Und dann waren das Künstlerunikate, Gemälde von wissenschaftlichen Schautafeln. Das heißt, das Interessante ist, Sie kennen natürlich die Karten aus der Geografie, die kommen ja alle aus Verlagen. Aber das waren Künstlerunikate. In der Zoologie haben wir auch hunderte davon, zoologische Karten. So, und das finde ich als Kunsthistoriker natürlich diese Schnittmenge zwischen wissenschaftlicher Schaukarte oder Lehrtafel und ein Künstler malt ein Unikat auf Bitten eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin, diese Schnittmenge zwischen Kunstwerk und Dokumentation. So, und dann haben wir das Ganze ganz schnell fotografiert, kurz dokumentiert, weil Herr Löwenheim 3 Monate später ein großes Jubiläum hatte und die Publikation fertig haben wollte. Das haben wir dann geschafft. Aber das ist so eine typische Geschichte. Ich wusste nichts davon. Ja. Da kommt so ein Anruf und sagt, wir haben was gefunden. Also dann kann ich immer nur hysterisch lachen und sagen, ja, wunderbar. Vor 10 Jahren hatten wir nur 20 Sammlungen, jetzt haben wir 70. Genau. Und nicht die letzten Entdeckungen, dürfen wir davon ausgehen. Ich weiß nicht, wie viel jetzt noch kommt, keine Ahnung. Also langsam reicht es mir aber auch schon. Wie viele Leute sind Sie denn, wenn Sie vorher gesagt haben, da also wir allein von mit dem Laptop und Ihrem... Genau, wir arbeiten ja Laptop mit allen Mitteln, im wahrsten Sinn des Wortes, und wir haben 2 FSJ-Kultur-Mitarbeiterinnen, die von der Schule kommen, wir sind im FSJ-Programm mit dabei. Wir haben natürlich einige studentische Hilfskräfte, also Teiljobs, je nach Fähigkeiten, die haben ganz unterschiedliche Aufgaben, zum Beispiel für kleine Werbemaßnahmen, Flyer verteilen und so weiter und so fort. Dann haben wir also 80% Stellen von wissenschaftlichen Mitarbeitern. Dann haben wir befristete Mitarbeiter für ein Drittmittelprojekt, Provenienzforschung. Und einen wissenschaftlichen Volontär. Also das heißt, ich versuche von allen Seiten Personal zu akquirieren, um diese Arbeiten, die eigentlich immer breiter werden, auch leisten zu können. Wenn man sich professionalisieren muss, dann müssen Sie auch jemanden für die Sammlungsdatenbank haben und so weiter. Genau, ich meine, Sie müssen ja ganz unterschiedliche oder haben ganz unterschiedliche Herausforderungen. Sie müssen archivieren, Sie müssen... wie soll ich sagen, wahrscheinlich braucht man jemanden, der sich auskennt einerseits mit der Pflege, andererseits mit der Erfassung, dann mit der Aufbereitung, da brauchst du Fachleute und so. Also da muss ich aber einschränkend sagen, es gibt natürlich, die Sammlungen sind zum allergrößten Teil, nicht alle, an den Instituten. Mhm. Und an den Instituten
je nach Relevanz der Sammlung innerhalb des Instituts. Es gibt ja Institute, die haben kein Interesse, die Sammlung ist unwichtig oder wie auch immer. Da gibt es dann gar niemanden, der sich kümmert, aber oder es wird eine studentische Hilfskraft dafür bestimmt, die sich ein bisschen um die Sammlung kümmert. Oder aber es sind sehr wichtige Sammlungen, wie bei der Archäologie oder bei der Kunstgeschichte, grafische Sammlung beispielsweise. Die haben dann tatsächlich feste Kustodinnen und Kustodenstellen. Die sind nicht tatsächlich eigentlich am MOT, sondern jeweils an den Instituten dann angestellt, weil das wäre viel zu viel. Was wir hier am MOT machen müssen, das ist eigentlich eine zentrale Sammlungsdatenbank aufzubauen. Das gab es überhaupt nicht. Das meiste war überhaupt nicht inventarisiert. Wenn Sie Glück haben, haben Sie einen Zettelkasten gehabt und so weiter, dann fotografieren das Ganze, es muss ja dokumentiert werden, dann mit den Kolleginnen und Kollegen auch Ausstellungen, also die Wissenschaftskommunikation ist ganz wichtig, wird immer wichtiger, dann das Ganze auch zu publizieren, nach außen zu gehen und da wären wir dann eigentlich jetzt auch beim Thema endlich Stadt und Universität, weil wir so eine Schnittstelle sind, ja. Genau, und also das ist sozusagen da die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Ja. Wenn die auch zum Beispiel in der Zahnmedizin eine Ausstellung machen wollen, haben wir das kuratiert mit dem letzten Volontär David Kühner beispielsweise. Also solche Sachen zu machen, also sich, ein blödes Wort immer wieder, aber zu professionalisieren im Umgang mit diesen Sammlungen, weil die eben absolutes Schattendasein in den meisten Instituten haben. Lassen Sie uns genau, bevor wir sozusagen diese öffentliche Frage, also ich sage mal ab Vitrine nach draußen, was passiert da auch an Wissenschaftskommunikation, aber nochmal jetzt diesen Punkt abschließen. Wir haben gehört, wie Sie dazu gekommen sind, wie überhaupt in Tübingen dazu gekommen ist. Das ist ja relativ früh, wenn man sagen kann, 2010, 2011 hat so der Wissenschaftsrat angefangen, sich damit zu beschäftigen. 2006 hat man in Tübingen gesagt, also komm, wir sammeln mal und hat dann entdeckt, wir haben tatsächlich eine der größten Sammlungen weltweit, also in Deutschland zumindest. Eine riesige paläontologische Sammlung, Dinosauriersammlung, wir haben UNESCO-Weltkulturerbe. Wir entdecken, ja, haben bis heute entdeckt, 70 verschiedene Sammlungen und haben die alle sozusagen verarbeitet, kategorisiert, katalogisiert und so weiter und fertig gemacht. So, jetzt kommen wir zur Frage, was ist denn der Auftrag eigentlich von Museen, auch jenseits von unserem Universitätsmuseum? Was machen Museen denn? Gibt es da irgendwie, lernt man, dass man irgendwie ein Museum führt, gibt es dann eine Museumologie oder Museumswissenschaften oder was macht man klassisch sozusagen? Was ist also da gibt es ja diesen Kanon von Museumsaufgaben. Sammeln, bewahren, erforschen, vermitteln. Genau, und dazu gehört natürlich auch das Ausstellen bei dem Vermitteln und so weiter, was jetzt heutzutage als eigener Auftrag dann noch erwähnt wird, aber ich finde, der gehört zur Vermittlung dazu, die Ausstellung. Das sind so die Grundaufgaben, weil die Institute sagen, das ist nicht meine Aufgabe im Prinzip. Ich muss Lehre machen, ich muss Forschung machen, ich bin kein Museum quasi. Ja, ja. Gleichzeitig haben wir eine unglaubliche Verpflichtung, wenn wir solche Sammlungen haben. Das ist ja das Allermeiste durch öffentliche Mittel, sprich Steuergelder, angeschafft worden. Oder es sind unglaubliche Werte, die man gar nicht beziffern kann. Denken Sie an die Eiszeitkunst beispielsweise oder Kunstsammlungen oder archäologische Sammlungen, wie auch immer. Das heißt, wir haben tatsächlich auch eine Verpflichtung, unseren Vorgängern, aber auch den Nachfolgenden gegenüber. Das müssen wir auch erhalten und erforschen. Das ist der so, Kustos. Der Kustos ist sozusagen der Custodian, der Wächter oder wie sagt man das? Der Wächter, der sich um die Sammlung kümmert. Also das wird in Deutschland... Ja, vom Lateinischen, ja, Kustos. Ja, der Wächter, genau. Der Wächter. Das wird in den deutschen Medien übrigens immer wieder verwechselt, weil es auf Englisch the Curator ist und Curator bedeutet Kustos und Kurator im Englischen. Und im Deutschen ist der Kustos derjenige, der Wissenschaftler in einer Sammlung, zum Beispiel im Naturhistorischen Museum, der Entomologe beispielsweise,
Und der Kurator oder die Kuratorin macht Ausstellung. Und das muss überhaupt niemand vom Museum sein. Das kann eine Künstlerin sein von außen, die einfach eine tolle Idee hat und jetzt unbedingt eine Ausstellung machen möchte in diesem Museum. Das ist die Ausstellungskuratorin dann. Okay. Nochmal, bevor wir das weiter fragen, was ist da pädagogisch wichtig, was auf welche Arten von Darstellungen sind Sie stolz oder wie auch immer. Nochmal die Frage, wo finden, also wenn wir jetzt sagen würden, Mensch, wir gehen ins Museum, dann stellen wir uns ja irgendwie vor, da gibt es einen Ort und bezahlen wir Eintritt und gehen rein und dann denken wir, oh ja, Hohen Tübingen. Ja. Wie viele Museen gibt es denn? Also in diesem Sinne, wo ich sage, da ist jetzt eine Ausstellung und da schaue ich drauf. Und wo finden Sie sich in der Stadt? Sie meinen an der Uni Tübingen? Genau, ja, in Tübingen auch, ja, genau. Das ist, also Corona hat uns da tatsächlich ein bisschen ins Kontor geschlagen, weil beispielsweise bei der Paläontologie musste das dann zugemacht werden, weil es gab ja bestimmte Hygiene auf. Wo ist die denn, die Paläontologie? Die ist hinter der Mensa Wilhelmstraße. Das heißt, von der Wilhelmstraße hinter der Mensa, da ist ein großer gelblicher Backsteinbau. Der ist auch als Museum 1902, 3, 4 errichtet worden, schon mit der Belle Etage. Und da sind die Sachen drin. So, und die Hygieneauflagen haben dazu geführt, dass es gar nicht, die konnten gar nicht gewährleistet werden. Kein Aufsichtspersonal, man kann keine Einbahnstraße generieren, was wir im Schloss konnten, also zum Eingang rein und zum Rittersaal wieder raus und so, das war hier gar nicht möglich. Und dann gab es überhaupt kein Aufsichtspersonal, sodass das vorübergehend zugemacht werden musste, was tatsächlich eine sehr traurige Angelegenheit ist. Weil viele Familien, also gerade mit Kindern, die lieben das schon ziemlich. Also Herr Palmer hat mich da vor 2 Jahren mal angesprochen, er war mit seinem Söhnchen da drin und er ist total begeistert, was wir alles haben und so weiter. Sage ich, hätte ich Ihnen sagen können und so weiter. Aber jetzt hat er es gesehen, das ist sehr gut. Aber deswegen ist es umso bitterer, wenn man nicht rein kann, weil man nicht die museale Ausstattung hat quasi. Sei es räumlich, sei es ausstellungstechnisch, sei es personell. Weil man auch sagen kann, okay, eine Universität ist halt kein großes Landesmuseum. Das ist so. Gleichzeitig ist natürlich mein Bestreben, dass wir möglichst professionell als Museum auch agieren und uns der Öffentlichkeit zeigen und öffnen. Da sind wir bei dem Thema wieder. Und Sie haben gefragt, welche Museen gibt es denn? Also wir versuchen jetzt nochmal mit Kollegen so eine App noch zu machen, dass man sagt, ich bin jetzt in Tübingen, ich schaue da rein. Welche Sammlung hat jetzt gerade geöffnet, beispielsweise? Das fände ich eine große, dass sie, weil man ja immer denkt, das Schloss oder im Schloss, das ist das Museum der Universität, das ist ja nur eine Abteilung, ist zwar die wichtige, aber es ist nur eine Abteilung. Und man kann ja auch sagen, Mittwochnachmittag ist die Mineralogie geöffnet oder wann ist die grafische Sammlung geöffnet oder wann ist die zoologische geöffnet, wann ist die paläontologische geöffnet. Viele, viele Sammlungen sind nach dem Anruf, da ist gern jemand bereit, einem die dann zu zeigen und so weiter. Manche sind eingepackt, manche stehen wirklich im Keller, die kann man dann, das sind wenige, dann nicht besichtigen. Aber die tatsächlich öffentlichen, und das muss wieder kommen, das muss wieder stärker kommen, kann man mindestens einmal die Woche besichtigen. Gibt es auch sozialwissenschaftliche Sammlungen? Also wir reden jetzt viel von Naturwissenschaften und so. Natürlich von den Historikern, aber man hat so eine Politikwissenschaft, so eine Soziologie, stellen wir uns, oder Literaturwissenschaften, haben die auch Sammlungen oder sind das halt bestimmte? Also was wir zum Beispiel haben, ist eigentlich nicht, weil das sind nicht so ausgeprägt, das sind eher sammlungsferne Fächer. Da haben wir ja zum Beispiel, wenn Sie an die Juristerei denken oder an die Philologien, die orientieren sich natürlich sehr stark am Papier, am Gedruckten und so weiter und so fort. Das ist ganz klar. Bitte? In den Bibliotheken. Genau, natürlich. Die Bibliotheken gehören ja nicht zum MOT. Das ist ja, wir haben es ja ziemlich gut getrennt. Wir haben die Bibliothek, dann gibt es das Uni-Archiv, die sammeln 2D. Und wir sammeln 3D im Prinzip. Ja, okay.
Also die UB ist keine, da würde sich die Marianne Dörr schön bedanken, wenn sie sagt, wenn ich sage, sie wäre eine Abteilung vom MUT. Entschuldigung, darf ich lachen. Genau. Und dann gibt es noch die Kollegin Regina Keiler vom Uni-Archiv, mit der wir hervorragend zusammenarbeiten, weil wir eben die Sammlungen erforschen. Das heißt, wir brauchen auch die Archivalien der Universität, wenn man das Ganze erforscht. Edgar Birenne, ein Kollege von mir, der gräbt sich immer ganz gern in den Archivalien ein. Aber wir haben zum Beispiel eine medizinhistorische Sammlung. Das ist so eine Schnittstelle, also mit Ethik und Geschichte der Medizin. Und das ist eine ganz interessante Schnittstelle, muss man auch sagen. Die haben zwar auch eine Sammlung, die ist aber, glaube ich, nicht ganz so umfangreich, aber sie hat eine Besonderheit, die Fleischhackers Hände. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Das waren Handabdrücke von Insassen des Ghettos Litzmannstadt. Doch. Lodge. War ja erst vor kurzem mal ein großes Feature in Tagblatt, meine ich, ja. Ja, genau. Und wir haben da eine Ausstellung gemacht und es publiziert und so weiter. Und diese Sammlung ist, also es sind von 300 Menschen, also 600 solche Abdrücke. Und die ist erst 2009 wiederentdeckt worden. Und das sind natürlich unglaubliche Funde, weil ich kenne nichts, also Fingerabdrücke kennt man, aber Handabdrücke. Und ein Tübinger Anthropologe wollte sich oder hat sich darüber habilitiert, indem er beweisen wollte oder meinte, bewiesen zu haben, dass jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger andere Kapillarlinien haben. Ich meine, Kapillarlinien sind das Individuellste, was es gibt. Und der wissenschaftliche Clou, den finde ich ja wirklich heute noch atemberaubend, ist, dass er überhaupt keine Vergleiche gemacht hat. Also, der hätte ja theoretisch vergleichen müssen. Und der wurde in Tübingen habilitiert. Das ist wirklich interessant mit so einer menschenverachtenden Theorie. Und das wurde dann auch noch abgesegnet und so weiter. Und da haben wir mal eine Ausstellung dazu gemacht mit den Medizinhistorikern. Und das ist wirklich eine kuriose Sammlung. Da sind wir natürlich dann bei so ethischen Fragen auch, gell? Wie man findet was und man weiß, das kommt aus einem Forschungszweig, den es heute mit Recht oder wo so nicht mehr geforscht wird und auch nicht mehr diese Fragen benutzt werden, auch ideologisierte Forschung. Oder dann natürlich auch, ich sag mal, Sie haben es vorher gehabt, der Kunst, die, ich sage mal, doch recht zufällig in Tübingen gelandet ist und vielleicht eigentlich kulturell auch woanders hingehört. Haben Sie das auch, diese Fragen beim Beutekunst, Auf jeden Raubkunst? Fall. Ja, wie Sie geht man damit um? sprechen da jetzt gerade ein ganz heißes Thema an. Und dadurch, dass wir eben historische Sammlungen haben, dass wir da so viele verschiedene fachliche Art haben, sind wir natürlich theoretisch überall dabei, bei der Provenienzdiskussion. Das ist vollkommen klar. Also wir können wahrscheinlich mit NS-unrechtmäßig erworbenen Objekten, mit ethnografischen und kolonialen Objekten, mit Human Remains, mit allen Kategorien dienen, die man sich so vorstellen kann. Das Problem ist, und da komme ich wieder zum Anfang, man muss es erstmal wissen, erforschen. Das heißt, wir sind wirklich bei vielen Sammlungen ziemlich am Anfang. Ich will mich da jetzt gar nicht rausreden, weil die Haltung ist, wir haben so viel, wir geben das weg, wenn es wirklich sehr heikel ist. Aber wir haben auch alle, wie soll ich sagen, Virulenzebenen. Es gibt einfach auch Dinge, wo es Kaufverträge gibt und so weiter. Oder das ist der häufigste Fall, wo man überhaupt nichts weiß. Beispielsweise, wenn Ethnologen ein halbes Jahr bei einem indigenen Volk leben, teilnehmende Beobachtung. Und wenn die sich dann verabschieden und so weiter, ist es eher gang und gäbe, dass man Geschenke bekommt oder von Geschenken überhäuft wird und so weiter und so fort. Und man kann es auch ganz schwer ablehnen, will man wahrscheinlich auch gar nicht, hat man vor 100 Jahren noch weniger gemacht, ganz klar. So, und was ist jetzt ein Geschenk oder was ist tatsächlich Raub? Und es gab auch Plünderungen, das ist vollkommen klar und so. Und das jetzt
eigentlich festzustellen, ist unglaublich schwierig. Ja. Wir haben zwei Provenienzforschungsstellen hier installiert. Da geht es auch um Human Remains beispielsweise. Es war ein Auftrag des Wissenschaftsministeriums Baden-Württemberg, dass wir einen Verbund leiten in Baden-Württemberg. Da sind die naturhistorischen Museen dabei. Da ist auch die Uni Freiburg als Kooperationspartner dabei. Und das ist unglaublich schwierig. Wir versuchen jetzt erst einmal sozusagen eine Grundlagenforschung zu machen mit meinen Kollegen Fabienne Hüggener und Annika Fossiller, dass man sagt, welche Namen tauchen denn wo überhaupt auf? Weil diese alten Universitäten Freiburg, Heidelberg, Tübingen in jetzt heutigen Baden-Württemberg, die Kollegen kannten sich ja alle. Das waren sozusagen Herrschaften, meistens Herren, die gesagt haben, okay, ich habe jetzt hier Knochen von ich weiß nicht was, wir können tauschen oder schick mir mal einen, ich möchte es auch untersuchen oder wie auch immer, oder ich habe 9 davon, ich gebe dir einen und so weiter zur Leihe und es kam nicht mehr zurück oder wie auch immer. Also das ist, es ist wahnsinnig komplex, diese Sachen zu untersuchen. Das glaube ich, genau. Human Remains, das heißt genau, Knochen und alles, was übrig geblieben, was konserviert worden ist. Genau. Und da gibt es dann auch wieder so Grenzfälle. Wie bewertet man zum Beispiel Zähne oder Haare in Schmuckgegenständen aus der ethnologischen Sammlung und so weiter? Wie stark ist das jetzt individualisiert oder wie stark kann es jemanden oder tangiert das die Herkunftsgesellschaften ethisch und so weiter und so fort. Also es ist ganz schön schwer. Und dann ein weiteres Stichwort, die Kooperation mit den Herkunftsgesellschaften von den Objekten. Das hat sich ja auch verändert. Also ich weiß nicht, unser Bundespräsident hat sich ja in Namibia jetzt, glaube ich, letztes Jahr war das, oder vor 1,5 Jahren ein bisschen eine blutige Nase geholt bei den Herero, weil nicht mit den richtigen Ansprechpartnern verhandelt wurde bei der Rückgabe. Ja. Wem gibt man das zurück? Was hat das für politische Implikationen in der Gegenwart heute? Was bedeutet das beispielsweise? Also das ist wahnsinnig. Das ist politisch auch, ja. Absolut. Wow. Das ist eine sehr komplexe Fragestellung. Naja, Sie haben, genau, in der Tat, also mir wird deutlich, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass Sie natürlich an einer faszinierenden Schnittstelle arbeiten. Ja? Also Wissenschaft, Öffentlichkeit, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber natürlich auch Geschichte, Politik heute, eigentlich auch. Genau, Politik. Wissenschaftspolitik, ja. Genau. Genau, und Ethik und ja, Sie müssen archivieren, Sie müssen darstellen. Und so, also in alle Richtungen müssen Sie sozusagen Fachkundigkeit, Ansprechbarkeit, Sprachfähigkeit entwickeln. Das alles mit begrenzten Mitteln und das erfordert sicherlich, das eine natürlich auch Soziales und wie soll ich sagen, soziale Fähigkeiten und Taktgefühl oder Gespür oder ja, also schon wenn man mit den Professoren redet, die das in ihren Kellern findet, mit dem musst du ja anders reden als mit, keine Ahnung, mit jemandem, der eine Ausstellung dann eröffnet. Ja. Ja, das ist richtig, aber man muss auch, wie soll ich sagen, Lust haben, mit den Menschen umzugehen, weil sie ganz unterschiedliche Menschen, nicht nur in der Universität, es ist ja eine zentrale Aufgabe, dass wir in die Universität hinein kommunizieren, was möglich ist, wie können wir sie unterstützen mit ihrer Sammlung in der Medizin oder da oder dort, aber auch nach außen kommunizieren. Und das ist jetzt so eine spezifisch museale Aufgabe, Museumspädagogik zum Beispiel. Da haben wir ja Kolleginnen und Kollegen oben auf dem Schloss. Ich muss sagen, wenn ich mich hier ärgere an meinem Schreibtisch und ich habe einen Führungstermin, wie heute um 14 Uhr, dann geht es mir gut. Weil dann kann ich meine Superlative zeigen und ich habe Publikum. Und ich merke, wie die beeindruckt sind und dann geht es mir tatsächlich gut. Das ist ganz wunderbar. Das baut mich immer ein bisschen auf. Da also diese Kommunikation nach außen ist ganz wichtig. Da können Sie ernten, genau. Apropos Kommunikation nach außen, bauen wir hier natürlich auch Kommunikation nach innen miteinander. Unten hier, wo mein Finger drauf zeigt, vermutlich zumindest bei mir in der Ansicht,
Da steht F und A für Fragen und Antworten. Und wer da draufklickt, der kann uns Ergebnisse, der kann uns was, der kann uns was fragen. Also Fragen stellen und die können wir dann beantworten. Das ermutige ich gern, lade Sie ein, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Fragen zu stellen, einzuspielen. Für mich nochmal wichtig, jetzt die pädagogische Darstellung und so dieses Hallo Stadtgesellschaft, schaut mal, was wir haben. Wie reagiert die Stadtgesellschaft? Was sind die erfolgreichsten Ausstellungen? Sie haben ja auch Tage der offenen Tür ab und zu. Was sind so Dinge, wo man draußen sagt, ach, da wissen die Leute, das ist Mut. Die wissen es vielleicht nicht in der Unterschrift. Die denken sich, das ist halt ein schönes Museum oder so. Aber wo gibt es sozusagen die Begegnungsorte, die Highlights? Also ich darf kaum Zahlen nennen, weil es gibt natürlich aus Sicherheitsgründen bestimmte Besucherbeschränkungen auf dem Schloss. Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass sie schon mal überschritten wurden. Gerade zum Internationalen Museumstag oder zum Familientag. Und da haben wir tatsächlich eine Stelle mehr vorm Komma gehabt, als vielleicht gewünscht war. Also man muss unterscheiden, welche Ansprechgruppe man hat. Mhm. Wir haben Umfragen gemacht an der Kasse und so weiter. Und es ist tatsächlich nicht so, dass die Touristen oder gar die ausländischen Besucherinnen und Besucher die größte Personengruppe sind, sondern tatsächlich die Menschen aus der Region. Dass jetzt viele Tübingerinnen und Tübinger das nicht wissen, was da drin ist im Museum, das finde ich menschlich nachvollziehbar. Ich weiß es selbst, ich habe x-mal meinen Wohnort gewechselt. Wenn ich in einer Stadt wohne, dann gehe ich dort selten ins Museum, weil wenn ich jetzt zu faul bin, dann kann ich nächste Woche gehen und so geht es dahin und dann ist man weg. Man macht es höchstens, wenn man Besuch bekommt. Oder wenn man selbst in eine Stadt fährt oder eine Stadt besucht, dann geht man dort ins Museum. Das ist ein vollkommen normales Verhalten im Prinzip. Aber interessant ist tatsächlich, dass wir mit Abstand die meisten Besucherinnen und Besucher haben wir aus der Region. Das ist also von Oberschwaben bis Stuttgart einschließlich und so weiter. Das heißt, sie machen einen Ausflug, einen Tagesausflug und dann wollen sie mal eine Führung machen im Museum oben und dann machen sie vielleicht noch einen Stocherkannfahrt und dann geht es ins Café oder wie auch immer. Diese Kombination ist, glaube ich, der Klassiker. Und oben am Schloss ist es ja auch schön. Man kann gucken und da geht es dann schon los, sozusagen, wie kann die Universität mit dem, was wir da präsentieren, mit irgendwelchen wissenschaftlichen Ausstellungen, jetzt mit Troja, zum Beispiel Troja-Projekt oder Udo, wenn Sie sich erinnern, mit diesem Neufund von Madeleine Böhme, des ältesten aufrechtgehenden Menschenaffen und so weiter, haben wir ganz schnell in 6 Wochen in die Erkerstrukturen haben wir eine Ausstellung kreiert und reingebaut, weil Herr Söder in Bayern, meinem, wie man unschwer hört, Herkunftsheimatland, sofort eine Ausstellung damit bauen wollte. Und dann haben wir gesagt, wir müssen ihm zuvorkommen. Und dann haben wir ganz schnell da eine Ausstellung reingebaut. Das sind Dinge, die müssen wir auch machen, damit wir eben das, was aktuell auch geforscht wird, das Troja-Projekt läuft ja noch, oder diese Udo-Geschichte, dass wir das auch möglichst schnell herunterbrechen und an die Öffentlichkeit bringen. Das sind so zwei solche Beispiele beispielsweise. Genau, und ich meine, die kann man sehen auf der Homepage, sage ich mal, gell? Bloß, dass wir hier den Hinweis geben für alle die jetzt sagen, Mensch, in der Tat, und zwar in Tübingen, aber schon lange her, da kann man sich anschauen, vor allem natürlich jetzt die Troja-Schliemann- und Tübingen-Ausstellung. Ja, die läuft. Das ist eine große Ausstellung zum 25-jährigen Jubiläum jetzt auch. Soll ich mal meinen Bildschirm teilen kurz? Teilen Sie mal und erklären Sie uns die Homepage ein bisschen. Ja. Genau. So, also ich fange mal vorne an hier. Das ist der Titelslider. Wir haben jetzt gerade diese Jubiläumsausstellung. Das Troja-Projekt, das berühmte in Tübingen, wo es auch den Streit gab, ist 35 Jahre alt und das Museum im Schloss ist 25 Jahre alt. Wie gesagt, das MOT ist etwas später gegründet. So, dann haben wir hier Newsmeldungen und wir haben Events. Das muss immer aktuell gehalten werden. Was passiert gerade hier? Direktorenführung am 16. Heute das hier zum Beispiel.
Dann haben wir hier unten so größere Themen. Das Riesenweinfass, wir sind wieder in der Wintersaison. Da ist das Riesenweinfass im Keller vom Schloss zu besichtigen über Führungen. Dann haben wir das Digitalprogramm. Also da sind wir auch ziemlich gut unterwegs. E-Museum, 3D-Museum, 360-Grad-Ausstellung und Podcast, auch mit Studierenden gemacht. Ganz wunderbar. Und dann haben wir das Masterprofil Museum und Sammlung, dass wir sozusagen auch diesen Kernbereich Lehre an der Universität, dass wir den wichtig abdecken. Vielleicht, ich kann vielleicht das Ausstellungsarchiv mal zeigen. Ich hoffe, dass es auch kommt, genau. Das sind jetzt Ausstellungen, die schon vergangen sind. Und Sie sehen hier Invited Artists, das war ja dieses oder ist dieses Rektoratsprogramm, außereuropäische Künstler einzuladen. Der letzte war Takehito Koganesawa aus Tokio, Zurabero aus Tiflis. Dann arbeiten auch mit der EKW zusammen beispielsweise. Virtuelle Sachen machen wir. Das sind alles so Kurznotizen zur Ausstellung beispielsweise. Hier dieser Udo, dann Künstlerausstellung. Leonardo war eine große, da hatten wir fast 60.000 Besucher, damit haben wir gar nicht gerechnet. Das ist wirklich viel. Sowas machen wir auch, Botanischer Garten, dass wir den Kolleginnen und Kollegen mit, das sind ja Lebenssammlungen und so weiter. Damit haben Sie eine Frage, die ich vorher schon mir aufbewahrt hatte, aber ich dachte, eigentlich ist ja der Botanische Garten vermutlich auch eine Art Ausstellungsstück oder so. Ja, fällt der zum Mut? Ja, ich meine, der Botanische Garten ist natürlich sehr eigenständig, das muss man eigentlich sagen. Die Alexandra Kehl, die Kollegin, ist da sehr, sehr aktiv auch und die haben auch selbst eigene museumspädagogische Programme und so weiter. Im weiteren Sinn sind das Lebenssammlungen. Also es gibt auch Universitäten, die haben eine Lebendeigensammlung, da hängen also komische Gläschen am Fenster, damit die Algen da schön wachsen und so weiter und so weiter. Also es gibt wirklich kuriose Dinge. Also ich zeige das jetzt einfach nur so. Und was wichtig ist für uns oder für mich persönlich, sind natürlich auch die Publikationen, die häufig aus diesen Ausstellungen erwachsen. Ich kann das mal ganz kurz anklicken. Das ist jetzt die aktuellste. Dann haben wir die von Invited Artists. Manche sind deutsch-englisch. Hier zu dieser zahnmedizinischen Sammlung, zur HNO-Sammlung. Dann haben wir eine kleine Monographienreihe zu den Highlights im Schloss. Das ist der Tiefenzeitband und so weiter und so fort. Also wir haben jetzt, glaube ich, so von der Schriftenreihe, beispielsweise, das war auch sehr erfolgreich hier, 25 Bände und bei den kleinen Monographien hier haben wir, glaube ich, 16 oder so etwas. Ja, also ja, auch, ja, klar. Wunderbar. Also können wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nur ermutigen, das sich selber auch mal reinzugehen. Museen, Weltkulturen, genau, die ethnologische Sammlung. Das Observatorium, was gerade erst wiederhergestellt worden ist. Gell? Ja. Das eine jüngere. Genauso wie das Schlosslabor auch, wo die DNA-Substanz entdeckt wurde und isoliert wurde. Oder das Hämoglobin benannt wurde, was man auch nicht weiß, beispielsweise. Wie gesagt, wo wir das Türchen aufmachen, finden wir Superlative. Okay. Hämoglobin ist auch, also man kennt natürlich irgendwie, dass die Nukleinsäure da von Misha entdeckt wurde, aber das Hämoglobin auch? Ja, die Blutuntersuchungen waren sozusagen, gingen davor. Also der Lehrer von Friedrich Miescher, Felix Hoppe-Seiler, hat sich auf die roten Blutkörperchen konzentriert und hat die untersucht und dem Hämoglobin, den Farbstoff, den Namen gegeben. Hört, hört. Okay. Wenn man so sieht, ich meine, wir haben das jetzt mal festgestellt, auch mit Herrn Reikel. Die Universität und die Stadt haben natürlich eine unglaubliche Überlappung, einfach weil es so viele Studierende gibt und dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deswegen liegt ja eigentlich auch nahe, dass irgendwie Universitätsgeschichte, Stadtgeschichte und Stadtgeschichte, Universitätsgeschichte gibt. Jetzt haben wir ein Stadtmuseum. Gibt es da Überlappungen zwischen dem Museum der Uni und der? Also im Moment arbeiten wir gerade, da geht es ja um diese kolonialen Orte im Stadtmuseum, in diesem Projekt. Und das sind meine Kolleginnen
Fabienne Hügener und Annika Vossel mit dabei, dass so bestimmte Stellen oder Hinweise auch im Schloss steht, so etwas, dass man die Texte erarbeitet und so weiter und die Universität da integriert. Ich meine, die halbe Stadt ist eine Uni, ist die Universität und so weiter. Oder wir haben früher, also mit Karl-Heinz Wiegmann zum Beispiel, als er noch der Leiter des Stadtmuseums war, da haben wir ja gemeinsam die Melanchthon-Ausstellung gemacht. Und dann habe ich mit der Wiebke Ratzeburg und der Eva-Marie Plattner auch etwas zu Stadtbild, Weltbild, da war ich dabei. Dann haben wir Stadtmuseum, genau. Mit dem Stadtmuseum, genau. Dann zum Zeicheninstitut der Universität gab es eine Ausstellung, da haben wir kooperiert und mit herausgegeben. Das gibt es. Ich finde, im Prinzip muss ich sagen, ergänzen sich die Museen in Tübingen hervorragend. Also wir haben ja die Kunsthalle, wir haben das Stadtmuseum, wir haben das Museum der Universität Tübingen, wir haben auch Boxenstopp und so weiter. Das sind alles Themenbereiche, die abgedeckt werden, die sich, also wenn dann überhaupt punktuell überschneiden, zum Beispiel im Stadtmuseum, wenn es um berühmte Leute geht, Kepler beispielsweise oder so. Aber im Prinzip würden wir uns hervorragend ergänzen. Was ich noch bedauerlich finde, ist, dass man nicht nach Tübingen fährt, um ins Museum zu gehen. Also man geht wegen Pöltelingturm, der schönen romantischen Altstadt, Stocher kann fahren und so weiter. Deswegen fährt man nach Tübingen. Aber sozusagen diese Museumslandschaft, das könnte man noch ein bisschen nach vorne bringen. Also es ist schon sehr viel passiert. Ich will jetzt da nicht zu sehr kritisieren. Wir hatten ja zunächst überhaupt keine Beschilderung in der Stadt, dass es überhaupt ein Schloss gibt. Die Touristen haben in der Stadt nicht gesehen, dass es ein Schloss gibt und sind da auch nicht da hochgewandert und so weiter. Da gibt es ja jetzt eine wirklich hervorragende Beschilderung. Was ich mir noch wünschen würde, wäre, dass die Plakatiermöglichkeiten in der Stadt für öffentlich finanzierte Bildungseinrichtungen andere sind als für kommerzielle Institutionen. Also es hat keinen Sinn, 5 Plakate zu plakatieren für 4 Wochen, wenn eine Ausstellung ein halbes Jahr geht. Oder 10 Plakate für 2 Wochen. Also das ist völlig lächerlich für eine 100.000 Einwohnerstadt. Also dass es da solche Regelungen gibt, das verstehe ich nicht ganz, weil für 10 Plakate oder 5 brauche ich auch kein Kleister anzurühren. Das lohnt sich nicht. Also da könnte man schon ein bisschen was machen, wobei ich sagen muss, dass uns zum Beispiel die Stadtwerke uns regelmäßig mit dem Sponsoringvertrag unterstützen, die Kreissparkasse und so weiter. Und jetzt bei diesem Troja-Projekt haben uns wirklich sehr, sehr viele Leute unterstützt. Ich will nicht zu sehr lamentieren, das kommt immer gar nicht gut. Und es ist halt ein Prozess, wir arbeiten daran, an die Leute ranzukommen. Wir haben Studentinnen und Studenten, die haben zum Beispiel einen Workshop für Schüler gemacht zur Provenienzforschung. Ein heikles Thema und es ist wunderbar. Wir arbeiten gern mit Schulen zusammen. Dann gibt es heute früh, hat mich eine Dame angerufen wegen Kindergeburtstag, weil am Montag ist das Museum ja geschlossen da oben. Ich konnte sie gar nicht richtig beraten, habe sie nur weiter verwiesen, was man am Kindergeburtstag so alles machen kann und so weiter. Das heißt, wir versuchen alle Ebenen abzudecken und das eigentlich ist das ja auch eine spannende Geschichte. Sehr spannend. Ich habe auch noch Fragen, die länger dauern als die 7 Minuten, die wir uns noch geben wollen hier. Es kommen keine Fragen bislang. Das kann, nehme ich jetzt mal im positiven Blick einfach mal als Kompliment, denn die Zuschauer bleiben da, auch ohne Fragen. Und so führen wir die eigenen Fragen fort. Meine nächste Frage ist auch, Sie haben schon gerade angedeutet, es gibt Studierende, die helfen oder auch die Stadtwerke unterstützen und sponsern. Gibt es sowas wie, ich sage mal, für einen Freundesverein des Museums? Also Förderer. Genau, also es gab einen Verein für das Museum im Schloss von Tübingen und es gibt seit 3 Jahren fast einen Freundesverein des MUT. Und da habe ich auch versucht, zum Beispiel, da ist die Dagmar Weizenegger, Kulturamtsleiterin im Vorstand mit dabei, dann die Regina Keiler vom Uni-Archiv und so weiter. Ich habe versucht, das ein bisschen breit zu streuen und es sind auch namhafte Mitglieder sofort eingetreten. Und das ist sehr, sehr wichtig, falls da jetzt jemand bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ist.
Sie können das gerne anklicken auf dem, auf der Webseite unter MOT. Da finden Sie das und dann können Sie beitreten. Das sind eigentlich geringe Beiträge pro Jahr, die man da beisteuern kann. Ja, das ist eigentlich auch, das braucht man im Prinzip für so eine Institution. Das ist ganz wichtig. Wir hatten es letztes Mal auch über Citizen Science, also die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Wissenschaft. Jetzt denke ich mir, Mensch, gerade bei so einer Katalogisierung oder bei so einer Erfassung von was, Dokumentation, kann man da nicht einfach auch Bürgerinnen und Bürger anwerben oder sagen wir, anleiten, dass die da mitarbeiten? Ja, das ist sehr idealistisch gedacht, muss ich sagen, tatsächlich. Aber wir haben natürlich die unterschiedlichen Fächer. Das ist schon so. Also, dass ich zu den, die kriegen dann sozusagen den Zugang zur Sammlungsdatenbank und dann gibt es bestimmte Strukturen und die wissen natürlich über ihre Objekte am besten Bescheid. Und natürlich geht es langsam voran, das ist ganz klar. Ich glaube, wenn wir sagen würden, jetzt laden wir Gäste von außen ein, dann wäre das für manche Kolleginnen und Kollegen in den Fächern etwas schwierig, denen das zu vermitteln, um welches Objekt es sich da handelt. Also genau, ich meine, ich denke mir, Sie haben vorher gesagt, Sie haben FSJler, also freiwilliges soziales Jahr. Das sind ja quasi, wie früher hat man gesagt, Zivis, ja. Was die machen können, klar, die sind natürlich länger da, die kann man auch ein bisschen, ich sag mal, anders nochmal qualifizieren, aber im Prinzip. Ja, das ist klar. Aber diese FSJler zum Beispiel, das muss ich sagen, die haben eine Vollzeitstelle. Das heißt, sie sind innerhalb kürzester Zeit und die sind für spezielle Aufgaben. Eine ist zum Beispiel oben am Schloss, die hilft es im Schloss zu managen und eine haben wir hier unten, hier im Nachbarbüro. Sie macht InDesign, Layout, Geschichten und so weiter, arbeitet dem Kollegen Michael Lacorte zu bei Layout-Sachen. Und sie kennen sich da super aus und sagt man, mach mal einen Entwurf für einen Themenvortragsflyer oder so etwas. Die haben da ganz spezifische Aufgaben. Und weil sie eben in Vollzeit hier sind, sind sie sehr schnell drin. Das hat einen Vorteil zum Beispiel gegenüber von Studierenden, die dann vielleicht zweimal die Woche 4 Stunden kommen und vieles gar nicht mitkriegen, weil so schnell was passiert im Prinzip. Die müssen dann ja auch immer wieder aktualisiert werden oder auf den neuesten Stand gebracht werden. Und das ist tatsächlich auch ein gewisser Aufwand, muss ich sagen. Okay. Wir haben auch schon, wie soll ich sagen, versucht, mit älteren Herrschaften zu arbeiten, als Aufsichtskräfte und so weiter, im Schloss. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, um es vorsichtig zu sein, zu sagen, weil dann die Herrschaften mal nicht kamen oder so weiter, oder der Kaffee nicht richtig war und so. Das war ein bisschen komplizierter, als man sich das denkt. Okay. Mehr sage ich nicht. Jetzt haben wir noch 2 Minuten, die nutzen wir für eine Vorschau auf 2023. Auf was freuen Sie sich fürs kommende Jahr besonders? Was gibt es für Highlights? Zum einen wird die Troja-Ausstellung ja bis April laufen. Dann werden wir ganz in der Nähe mit der jüngeren Urgeschichte, mit Reiko Kraus, eine Ausstellung machen zu aktuellen, ganz aktuellen Ausgrabungen im Ammertal. Man denkt gar nicht, dass man da jetzt so viel findet, aber hier im Südwesten findet man ja überall was. Und die haben zum Teil auch spektakuläre Ausgrabungen gemacht. Da werden wir die Ausstellung machen. Genau, jetzt muss ich nur gucken, dass ich nichts vergesse. Ja, das ist für mich so ein Highlight, was wir dann planen für 24. Ich muss noch gucken, da gibt es verschiedene Anfragen, auch der von den Kolleginnen aus der UB, das sind mittelalterliche Handschriften ausgestellt werden im Kabinettraum und so weiter. Also ganz unterschiedliche Dinge. Sehr spannend. Und wer mehr erfahren will, geht auf die Homepage. Gibt es einen Newsletter, den man abonnieren kann? Oder? Auf der Webseite gibt es eigentlich immer die aktuellen Events. Es gibt dann auch noch bei Veranstaltungen gibt es auch noch mal einen Kalender. Da kann man auch sehen, was ist heute, was ist morgen, was ist am Wochenende und so weiter. Nach Monaten ist der strukturiert. Man findet es immer. Super. Gut. Herr Seidel, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich bedanke mich für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Ja, toller Blick. 360 Grad haben wir probiert. Haben wir, glaube ich, auch fast hingekriegt. Haben wir viel gesehen von Ihrer vielfältigen Arbeit. Sind wir richtig gespannt. Die Highlights kann man sich alle mindestens einmal die Woche, haben Sie gesagt, sich anschauen. Einladung Genau. an alle, das zu tun. Einladung auch natürlich an alle, nächste Woche wiederzukommen. Da besuchen wir, machen wir mein Experiment, gehe ich zum ersten Mal mit dem Stadtgespräch raus und wir gehen in den Makerspace von Cyber Valley. Da geht es um künstliche Intelligenz und um auch die Kritik der Stadtgesellschaft an Cyber Valley. Und das besprechen wir nächste Woche, gleicher Ort, dann andere Gesprächspartner. Herr Professor Seidel, ganz herzlichen Dank und Ich bedanke mich. auf eine Alles Gute, Spur. schönen Abend. Danke Dankeschön. Ihnen. Alles Danke. Gute. Wiedersehen, schönen Tschüss. Abend. Bleiben Tschüss. Sie alle gesund. Bis dann. Danke.